Wer sich in der momentanen Situation für Corona noch nicht ausgestattet hat, hier gibt's alles. Ich bin in der Süßigkeitenabteilung mal wieder hängen geblieben und jetzt habe ich gerade die entdeckt. Und was soll man sagen? Hier weihnachtet es schon sehr. Hallo ihr Lieben, schön, dass du eingeschaltet hast. Von mir bekommt ihr heute einen Action-Live-Haul. Ja, ich möchte mal wieder schauen, was es Neues bei Action gibt, was es zu kaufen gibt. Und habe mir gedacht, da ihr die Videos so feiert und viele von euch ja in Action weiter weg ist, dachte ich mir, ich nehme mal wieder die Kamera mit. Also ihr seht jetzt in diesem Video, was es Neues bei Action gibt, was man überhaupt bei Action kaufen kann, was ich gut finde, was meine Favoriten sind. Ach, wie auch immer, ich zeige euch wieder, was es im Action gibt und nehme euch dabei gerne dabei mit. Falls du jetzt gerade neu dazu geschalten hast und dich fragst, wer ist denn die Alte da? Ich bin die Lisa, bin 30 Jahre alt und ich habe eine Leidenschaft für Schnäppchen, deswegen liebe ich auch diesen Action voll. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Action auch feiert oder ob ihr eher sagt, nee, das ist für mich so ein Ramschladen. Bei Action ist es halt einfach so, es gibt eigentlich alles dort und zu einem unfassbaren günstigen Preis, deswegen liebe ich den Laden wahrscheinlich einfach so, ja. Und heute habe ich es endlich mal wieder geschafft und dachte mir, okay, weil ich mich so freue, selber in Action einkaufen zu gehen, nehme ich euch natürlich gerne dabei mit. Würde mich riesig freuen über einen Daumen nach oben. Wenn euch solche Videos gefallen, dann weiß ich einfach, okay, die Lisa geht öfters mal in Action shoppen. Und wenn du mich noch nicht abonniert hast, würde ich mich natürlich auch riesig über ein kostenloses Abo freuen. Bei mir gibt es immer mal wieder Action Hauls, es gibt immer wieder andere Hauls. Und schaut doch einfach gerne mal in meine Playlist vorbei, da gibt es jede Menge andere Sachen auch. Ja, und wir gehen jetzt erstmal shoppen. Also, Abo nicht vergessen, Daumen nicht vergessen und jetzt geht's los. Und die Glocke vielleicht auch nicht, aber naja, ist ein anderes Thema. Wir gehen jetzt los. Maske habe ich auch. Und los geht's. Wir sind angekommen bei meinem geliebten Action. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Einkaufswagen nehmen soll oder nicht, aber ich glaube, ich nehme mal einen. Wo ist jetzt mein Einkaufswagen-Chip? Ich hatte ihn doch gerade vorhin noch. Oh, ich bin so schlau. Wo ist denn der jetzt hin? Wartet mal, Leute, ich suche mal meinen Einkaufswagen-Chip. Mann! Übrigens, ich habe ihn gefunden, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Hier am Eingang, das habe ich euch auch schon öfters erzählt, dann sind immer die Angebote. Was ist jetzt so die Woche beim Angebot? Oh, so Teppiche sind ja auch ganz schick. Also mal gucken. Die Körbe sind ja schön. Aufbewahrungskorb samt. Schaut mal, die sind echt schön. 2,49. Oh, ich glaube, da nehme ich einen mit. Der ist schick. Der gefällt mir. Warte mal, ich hole mir da einen raus. Der ist zwar schick und ich habe ihn jetzt auch gerade draußen gehabt, aber ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Also, schauen wir mal. Bevor ich meinen Einkaufswagen gleich wieder so voll haue, schaue ich lieber mal weiter. Hier gibt es Verdunklungsgardinen. Okay. Teppiche. Was kosten die denn, wenn der so groß ist? Da steht es. 3,99. Kann man auch nichts sagen. Ja, wie gesagt, hier sind immer am Anfang gleich die Angebote. Da kann man immer mal drüber schauen, was es da so gibt. Schuhe, Lufterfrischer. Da gibt es diese gehypten Adventskalender auch. Würden ja voll gehypt, also wenn ihr im Influencer-Dingsbums seid. 8,88 € sind die gerade im Angebot. Ich weiß nicht. Das ist doch Sachen, was man doch nie benutzt, oder? Finde ich jetzt. Findet ihr sowas sinnvoll oder eher weniger? Hier gibt es auch so Badetücher. Die finde ich jetzt voll interessant. Schaut's mal. Ich finde die Farbe so schön. Vielleicht sollte ich mir mal neue Handtücher zulegen. Keine Ahnung, sind auch nicht teuer. Für 7,92 € drei Stück. Kann man echt nichts sagen. Und ganz viele. Und da oben sind auch noch welche. Aber die sind größer, glaube ich. Oder was sind das? Hochwertige Bambushandtücher. Okay. Ah, und Waschlappen gibt es auch noch. Gästehandtücher sind das. Ach so, und da auch noch. Ah, die gefallen mir. Soll ich die mitnehmen? Sieht doch voll schick aus. Muss mal gucken, wie groß die sind. Ach, da steht ja 60 mal 110. Nochmal auf die Handtücher zu kommen. Ich habe mir jetzt eins eingepackt, weil ich die echt schön finde. Doch, die sind richtig schön. Die gefallen mir richtig gut. Wobei die da oben, ich habe die jetzt schon mal alles angefasst und ewig begutachtet, sind noch ein bisschen weicher. Also die Bambusdinger da. Aber die Farben gefallen mir da nicht so gut. Das ist das Grün, ist doch der Hammer, oder? Jetzt sag doch mal ehrlich. Ich finde das voll schön. Ich traue mich nicht, ein weißes zu nehmen, weil ich habe dann Angst, das sieht aus wie Sau dann mit meiner Schminke und so. Habt ihr weiße Handtücher zu Hause? Falls jemand Kopfhörer braucht, hier oder hier.
hier in Schwarz, oder was ist das, in Rot, in Pink, ganze 90 Cent. Kategoriewechsel. Auch ein Tipp von mir, wer eine Heißklebepistole braucht, kosten hier nur 2,82. Und was ist da der Unterschied? Klebepistole mit Tischständer. Ja, wer einen Tischständer braucht, die kostet halt ein bisschen mehr. Mega günstig und auch die Dinger sind mega günstig. Gibt es hier auch. Seht ihr ja. Das Ding fand ich ja auch schon immer cool. Damit macht man Loufle oder so. Aber für was nimmt man das sonst? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es sehr günstig hier. Und ihr wisst ja, Aufbewahrungsboxen. Ich sage es ja jedem. Also schaut auch gerne die anderen Action-Halls an. Live-Halls an. Da zeige ich euch immer wieder, wie genial diese ganzen Aufbewahrungsboxen sind. Die sind auch dauerhaft. Also es gibt viele Sachen, wo dann nicht, wo es nicht mehr gibt oder wo neu reinkommen. Also eigentlich jede Woche ist da irgendwas neu. Deswegen finde ich es immer so interessant, hier bummeln zu gehen. Ja, jetzt bin ich hier gerade in dieser Abteilung. Kloschüsselabteilung. Das sind sehr coole Pizzateller. Schaut mal. Das nenne ich mal so einen richtigen Pizzateller. Okay, mit 2,46 auch teuer, oder? Ich weiß nicht. Wer von euch noch in der Marmeladenherstellung ist, ich hoffe, ihr hört mich mit dieser Maske, aber das ist immer so ein bisschen dumpfer. Ich versuche ja schon lauter zu reden, aber ihr wollt nicht wissen, wie die Leute immer alle gucken. Ja, auch mega günstig. Also, wobei man kann ja auch einfach aus dem Essiggurkenglas das Ding nehmen, aber das schaut natürlich ein bisschen schöner aus. Ne? So. Aber hier gibt es jede Menge. Und auch so Aperitif, irgendwas, Gedöns. Boah, die sind ja schick. Sind die Glas? Bambusdeckel. Oh, die sind aber echt schön, aber da passt ja fast nichts rein, gell, wahrscheinlich. Aber die schon noch. Oh, Koffein, Zucker. Die sehen cool aus, die sind noch neu. Die habe ich jetzt noch nie gesehen. Ich sage ja, es gibt immer was Neues. Die sind echt schick. Sag mal, die sind doch schick, oder? Ich habe auch eine Freundin, die steht total auf solche Körbe. Und die sind jetzt anscheinend auch neu. Sind für 5,95 gibt es einen Weidenkorb. Ja, aber ich wüsste jetzt nicht, wohin damit. Ich ist nicht so ganz, ihr kennt ja meinen Stil, nicht ganz so mein Einrichtungsstil. Ja, hier sind mal keine Leute, dass keiner was denken muss. So, geht's weiter. Wandgarderobe. Die habe ich euch letztes Mal, glaube ich, schon gezeigt. Da schaut's mal, da gibt es die Körbe auch in klein. Die sehen auch süß aus, oder? Und da. Und ihr seht ja nicht teuer. Laufen wir mal weiter. Ja, das ist so diese Deko-Lampenschirm. Die finde ich ja auch immer voll schick, ne? Und da unten müssten dann... Boah, die sind auch schön. Ah ja, jetzt fängt halt so der Herbstzeug-Deko an. Die finde ich ja auch toll. Naja, was finde ich ja eigentlich nicht toll? Okay, ich übertreibe mit mir. Ich finde das alles toll. Aber das sind echt schöne Sachen. Wir gehen mal um die Kurve. Wow, schaut mal, wie leer. Kann ich euch wenigstens was zeigen, aber da nicht in dem Gang. Gehen wir in den nächsten Gang. So, aber wahrscheinlich kein Gang mehr leer. Nee, ist er auch nicht. Wir gehen ja mal hinter zu den. Ach, gehen wir zu den Kosmetikern. Kreuz und quer. Mit der Hoffnung, dass niemand hier ist. Ich versuche ja immer in der Herrgottsfrüh zu kommen, aber ich schaffe es nie in der Früh, wenn mir ein bisschen weniger los ist. Dann gucken mich die Leute wenigstens nicht an, wenn ich hier so quatsch. Die meinen ja bestimmt, ich mache Selbstgespräche. Wenn die wüssten. Schauen wir mal. Das finde ich auch mal ganz cool. Hier gibt es halt einfach von Max Factor, ne, Marke. Und die sind halt dann mega günstig, die Sachen bei Schminke. Oder die Eigenmarke Max & More, habe ich auch schon gehört. Soll anscheinend auch voll gut sein, aber keine Ahnung, noch nie ausprobiert. Kennt das jemand von euch? Wenn, was könnt ihr davon empfehlen? Was soll ich mal ausprobieren? Könnt ihr mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Was ist denn das? Irgendwas mit Einhorn und Lisa muss ich es anschauen. Okay. Alles klar. Naja, ich schau mal ein bisschen. Jetzt wird es ja langweilig für euch, oder? Da sind Duschdas und sowas. Ja. Zahnbürsten? Sind die günstiger? Ja, die sind günstiger, schaut's. Colgate, 1,45. Kann man nichts sagen. Reiszahnbürste, Reisezahnbürste. Mein Gott, lesen. Okay. Reißzahnbürste und ich dachte mir, wow, cool, was ist das? Oh cool, die haben neue Pflaster, schaut mal. Die habe ich auch noch nie gesehen. Ah, das sind Wasserpflaster, das ist ein bisschen teurer. Aber auch hier Kinderpflaster, sollte ich vielleicht mal wieder mitnehmen, oder? Ja, nehmen wir gleich mal mit. Gehen ja bei uns immer sehr gut. Wobei hier die Pflaster auch noch mal viel günstiger sind. Wenn jetzt kein Kindermotiv, aber
Ich habe ja Kinder und da ist Kindermotiv einfach besser. Das sehe ich jetzt auch immer wieder in irgendwelchen Hauls. Hand- und Bodycreme, dass das so gut sein soll. Irgendwie schaut das für mich so billig aus und hätte irgendwie Angst, das auf meine Haut zu knallen. Wisst ihr, was ich damit meine irgendwie? Ja, keine Ahnung. So, als ob das von China kommt. Ein Body. Habt ihr sowas schon mal ausprobiert? Keine Ahnung. Was ist denn das? Okay. Bad und Shower, es ist ein Duschding oder was? Voll die Pottiche hier. Mit der fetten Kuh drauf. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Da, aha, ein Schaumbad. Und mit einer Kuh drauf. Mhm. Habt ihr das schon mal gesehen? Ah, das riecht auch so geil. Kennt ihr das? Das riecht so gut. Eine Babyabteilung haben die auch. Und vielleicht darf ich ja hier bald einkaufen. Dann würde ich mir auf jeden Fall, die fand ich ja schon immer schick, meine Spucktücher, weil ich habe ja wirklich alles verkauft. Alles von den Kindern. Ich muss nochmal bei Null anfangen. Würde ich mir die hier zulegen. Die sind doch voll schön. Erstens, ihr wisst, ich liebe Senfgelb. Und dann sieht das doch mega schön aus, oder? Und drei Stück für 2,82. Kann man nichts sagen. Aber auch die Rosa nennt sich süß aus. Also muss ich mich selber daran erinnern. Wenn ich dann doch das mal brauche, komme ich hierher und kaufe meine Spucktücher hier. Was ist denn das? Das ist nochmal was ganz anderes. Das schaut auch süß aus. Das sind halt kleinere Babyspucktücher. Ah, die sind kleiner einfach nur von der Größe 30-30 und die sind 60-60. Was ist das? Das ist wie Molton wahrscheinlich. Das ist nämlich dicker und auch viel größer. Aber schaut mal, die Motive sind doch voll schön, oder? Kann man nichts sagen. Spannbetttuch gibt es ja übrigens auch. Mega günstig. Da kann man echt nichts sagen. Und Geschenkset. Plätzchen. Ah, ja, wir gehen jetzt mal weiter. Hier sind wir wieder bei den Handtüchern und schaut mal, was ich gerade entdeckt habe. Sind es die gleichen? Oh ja, in Grau. Die nehme ich in Grau auch mit. Also ich finde die ja wirklich schön. Schaut mal. Die zwei Farben sind doch der Hammer, oder? Hoffentlich sind das auch drei. Eins, zwei. Dreierpack steht aber nur zwei. Ich muss mal da ein bisschen zurechtfummeln mich. Jetzt mal ohne Witz. Ich finde die Handtücher echt schön. Ich schaue gerade, ob es da noch andere Farben. Jetzt würde ich noch passend dazu so ein helles Rosa finden. Aber Grau geht immer. Aber voll cool. Ja, man, das machen wir so ein bisschen vergruselt. Die Leute machen auch mal so viel Unordnung, oder? Ja, also wer Handtücher braucht. Ich habe es jetzt zwar noch nie ausprobiert, aber ich kann euch ja dann auf jeden Fall Bescheid geben. Oh, es ist auch so flauschig, wie sie sind. Hochwertiges Bambus. Aber man merkt es schon. Die zum Beispiel sind richtig weich. Und ich habe wieder die anderen genommen, aber die finde ich halt von der Farbe halt schöner. Die sind echt richtig, richtig schön weich. Sehr schön. Ich sage ja, man findet hier einfach alles. Was man einfach nur so braucht, das findet man hier. Es gibt hier nichts, was man nicht findet. Selbst Fitnesssachen, ja? Gibt es hier einen Hula-Hoop-Reifen? Das würde mich mal interessieren. Seht ihr einen Hula-Hoop-Reifen? Ist die Kamera einfach rausgegangen. Gut, ich habe gequatscht, auch noch umsonst. Yeah, läuft bei mir. Aber nein, ich habe auch keinen gefunden. Ich habe gerade noch mit euch geschaut, aber da war die Kamera dann aus. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall gibt es hier auch jede Menge Sportsachen. Und dann wollte ich euch noch das Bügelbrett zeigen. Dass es sogar ein Bügelbrett für 12,66 Euro gibt. Was ich auch voll cool finde. Und dann habe ich euch noch gezeigt. Ja, das habe ich euch alles schon gezeigt. Deswegen hört sich das so wiederholt an. Eine Tafel. Finde ich cool. Habe ich gerade überlegt, ob ich sie mitnehmen soll. Für 12,95 Euro. Aber ich weiß nicht wirklich, wo ich sie hinstellen soll. Aber ist doch voll cool, oder? Gerade für den Schulanfang. Ja, überlege ich mir noch. Da ist nochmal sowas wie eine Schultafel oder was ist das hier? Ach so, aber da finde ich jetzt halt meine persönliche Meinung die andere schöner. Die sieht so plastikmäßig aus, oder? Kreide und Whiteboard. Ja, okay, da kannst du halt noch so draufschreiben, aber finde ich jetzt die klassische Variante irgendwie schöner. Ja, hier gibt es sogar Staubsauger, da haben auch ein paar Abonnenten schon gesagt, die sollen gar nicht so schlecht sein. Aber ihr wisst ja, ich bin ein Invictus-Fan. Ich komme nicht mehr von dem weg. Erst Dyson und jetzt Invictus und ich komme einfach nicht mehr weg von dem. Ja, der ist halt einfach mega. Muss ich nicht viel dazu sagen. Aber schauen wir mal weiter, was es hier noch so gibt. Es gibt sogar, wow, unschlagbar, oder? 16,99 € für ein Philips Bügeleisen. Oder No-Name-Marke 11,20 €. Es gibt jetzt keine Ausreden mehr, dass keiner von euch bügeln kann. Weil er sich kein Bügeleisen leisten kann. Ich weiß nicht, was kosten die sonst? Ah, hier gibt es sogar solche Überzug. Schaut mal. Ich sag ja alles. So Bügel, Tisch, Überzug, Dingsbums da. Wäscheklammer. 90 Cent. 97 für Plastik. 48 für die ganz günstige Variante hier. Und die würde doch vollkommen reichen, oder?
Und in bunt gibt es die auch noch. Ich würde sie eher schwarz-weiß bevorzugen. Ja. Und Waschmittel und sowas gibt es hier auch. Ihr kennt ja meine Favorit hier. Das ist das hier. Da gibt es aber, das ist neu hier, die Sorte. Die kenne ich jetzt noch nicht. Soll ich die mal mitnehmen? Ich kenne jetzt immer nur die da. Und Gold hatte ich schon, aber ich glaube nicht die. Aber die Gold waren richtig gut eigentlich. Ja, ich glaube, da packe ich auch mal eins mit. Jetzt gibt es mal ehrlich zu, auch wenn ihr keine Kinder habt, also es haben ja nicht alle Abonnenten von mir Kinder, aber schaut ihr nicht auch immer voll gern in der Kinderabteilung, was es für Spielsachen gibt? Also ich immer. Immer. Es gibt sogar Monopoly. Monopoly kaufen, verkaufen, träumen. Ja, voll cool. Ein Riesenei. Eine Kasse. Das ist ja cool gemacht. Aber die piepst ja gar nicht. Kann die nichts? Oder ist das eine Touch? Ist die schon so modern mit Touch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Bei den Stiften hier, die habe ich ja immer mitgenommen. Habe ich voll Pech gehabt. Habe ich voll die leere Packung mitgenommen. Ich habe die ja schon öfters mitgenommen. Und da hat es immer funktioniert. Aber die letzte war ein Fail. Ja, mein Gott. Aber bei 38 Cent kann man das verkraften. Was ist denn das? Mein erstes 1000-Wörter-Buch. Das ist ja cool. Oh, Rosmarin. Okay. Und hier gibt es halt auch immer so Bastelsachen. Das habe ich ja meiner Tochter auch in die Schultüte gepackt. So Bastelzeug. Also gerade jetzt für die Wintermonate kann man sich, schaut richtig in Herbst. Die passen sich da echt immer voll auch drauf an, auf die Jahreszeit. Das finde ich auch toll. Richten sich da. Bügelperlen machen meine Mädels wahnsinnig gerne. Und wie ich, warte mal, da gibt es noch nämlich. Ja, genau, hier. Wer Bügelperlen jetzt im Winter auch gern machen will, die sind hier mega günstig. 2,99 und so ein Riesenpack, die sind im Spielzeugladen viel, viel teurer. Viel, viel, viel teurer. Ein Auto zu bemalen? Ja. Und schaut mal, das ist auch süß. Ach, Unicorn, das ist ja noch viel süßer. Und ich habe das Hässliche mitgenommen. Naja, war wahrscheinlich günstiger. Ah, schaut mal, da gibt es auch diese Einzelpacks. Das ist, glaube ich, so eine Marke. Dieses SES, keine Ahnung. Aber die gibt es auch und die sind bestimmt auch günstiger. 99 Cent. Und was soll man sagen? Hier weihnachtet es schon sehr. Hier gibt es schon Weihnachtsdeko. Da müsst ihr aber auch immer echt schnell sein. Wenn euch jetzt was bei der Weihnachtsdeko gefällt, kauft es lieber gleich. Also ich hatte letztes Jahr, wollte ich was und dann war es schon ausverkauft. Das geht echt voll schnell. Ach, der ist ja süß. So ein Gnom. Aber es fängt schon weihnachtlich an hier. Schaut mal, und diese Lichterketten. Oh. Also irgendwie freue ich mich ja schon ein bisschen auf Weihnachten. Ihr euch auch? Es ist schon so eine schöne Jahreszeit. Ich glaube, auf der anderen Seite ist sogar noch mehr. Guck mal gleich. Jetzt bin ich gerade erstmal bei den Socken. Ja, naja, interessiert mich jetzt nicht so, die Socken. Interessieren euch Socken? Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, wenn ihr jetzt echt in Action nicht so in der Nähe, was ihr denn genauer sehen wollt. Ich weiß noch euch gar nicht so genau, was ich euch denn alles zeigen soll. Hier sind nämlich die Putzsachen. Sagt es einfach, schreibt es in die Kommentare. Dann kann ich euch kategoriemäßig euch vielleicht auch mal was genauer zeigen. Vielleicht für den einen oder den anderen interessant. Ich schaue ja mal selber gern solche Live-Dinger an. Oh, schau mal, hier gibt es schon. Ach, sind die süß. Ja, sehr süß. Da kann man mitzählen als Erwachsener. Schau, wenn ihr keine Schoki braucht. Oh Gott, Weihnachtsstempel. Das ist aber echt niedlich, oder? Weihnachtsstempel in so einem... in so einem Glas, wo man danach einen Strohhalm reintun kann und draus trinken kann. Jetzt, ihr müsst sagen, das ist echt süß. 1,99 kann man auch nichts sagen. Weihnachtsklemmerchen, also lauter Deko schon. Was haben wir hier noch? Ich weiß es gar nicht. Ja gut, das ist nichts Weihnachtliches, finde ich, aber trotzdem irgendwie süß. Erinnert mich an eine Freundin, sehr vielleicht, dass sie sieht, immer liebt voll Katzen. Auf der einen Seite hier schon die, ah ne, hier. Die Weihnachtsdeko, aber noch nicht allzu viel. Das fängt jetzt gerade erst an. Und auf der anderen Seite noch hier so voll das Sommerding mit Sommerstrandtuch und ja, wir befinden uns im Wechsel. Im Wechsel. Ja, hier ist noch so die Campingabteilung, aber das glaube ich wird alles mal, sagt schon, die Weihnachtsabteilung. Das ist halt jetzt einfach nur noch der Rest, was geblieben ist. Ah, da seht ihr. Die Dinger haben wir ja vorne gesehen. Hier, die stehen zum Normalpreis. Also 1 Euro günstiger, wenn die im Angebot sind. Wobei es sowieso immer alles günstig ist. Hier ist ein Schuhschrank. Für 12,97. Das sieht ja auch süß aus, oder? Finde ich nicht. Schaut mal, wenn man das im Bild sieht. Aber wohin damit? Ich habe immer das Problem, wohin damit? Deko-Obstkorb, oder? Das ist auch schön.
Ich habe ja auch einen. Nochmal mehr so Weidenkörbchen. Also hier gibt es echt viele Weidenkörbchen. Das finde ich auch schick. Kann man auch nichts sagen, oder? Schaut mal diese coole Sitzbank an. Die sieht doch echt cool aus. Die gefällt mir. Das kostet. Partyzelt. Nee. Die kostet noch nichts. Ist doch super. Nehmen wir mit. Ich bin jetzt gerade in der Werkzeugabteilung, weil ich suche hier so einen kleinen Werkzeugkasten. Nur so für mich. Weil im Keller von meinem Mann, da kennt sich kein Schwein aus. Ich schaue jetzt gerade, ob ich irgendwie so ein... Ja, der ist ja mir fast schon zu groß. Was will ich denn damit? Also ob ich mit sowas montieren könnte oder was will ich mit der Säge? Nee, wo halt einfach so ein paar Schraubenzieher drin sind. Eigentlich brauche ich nur ein Kreuz und einen Schlitzschraubenzieher. Weil in dem Keller von meinem Mann, da findet man nichts. Und wenn ich dann sage, ich finde nichts, der sucht mir das auch nie. Oh, was habe ich denn da gefunden? Das ist ja auch süß. Solche Bobball gibt es hier auch so. Tür, Bobball, wie auch immer. Ja, und oder Regale, wenn man Regalbretter einschrauben will. Aber ich... So einen richtig kleinen Werkzeugkoffer so für mich gibt es hier nicht wirklich. Schade. Und ich kaufe Schraubenzieher einfach einzeln. Aber dann flackt er halt auch so rum. Ich wollte halt so mit Kasten und so. Muss ich doch mal im Internet gucken. Das ist ja auch 2,91 und 6 Schraubenzieher drin. Aber ich habe, wisst ihr, was ich mir, ich habe mir was anderes dabei. Das ist so ein Mini-Kasten. So ein, ich hatte früher sowas, aber das hat mein Mann auseinandergenommen und deswegen habe ich es nicht mehr. Ganz viele fragen mich auch immer, wo meine Kekse her sind. Die sind von hier, diese Lotus-Kekse. Habe ich euch aber auch schon ein paar Mal gezeigt. Hier gibt es natürlich auch jede Menge Süßkram. Mittlerweile hat die bestimmt auch schon jeder getestet, oder? Die teurer geworden, waren nicht mehr bei 1,24. Ja, die kennt ihr bestimmt auch schon jeder. Gibt es ja die eine Abonnentin von mir hat gesagt, hier gibt es diese Milka-Kühe, aber schau, hier gibt es die bei uns gar nicht. Es gibt die, die habe ich beim Kaufland auch gesehen, aber die Milka-Kühe sehe ich jetzt nicht. Hm. Ja, das ist so die Chips. Schoki-Ladenabteilung. Schoki-Schoki. Ja, jede Menge leckere Sachen. Gucken wir mal weiter. Hier ist es dann wieder weiter. Was ist denn heute irgendwas Neues, was ich ausprobieren möchte? Ich hoffe, ich laufe euch nicht zu schnell und ihr kriegt da noch einiges mit. Einfach unter die, in die Kommentare schreiben, was ich denn besser machen kann, wie ihr besser euren Action-Live-Hall sehen wollt. Nur durch euch weiß ich, wie ich was besser machen kann. Sonst mache ich es immer gleich. Oh, die sind so lecker. Ich muss die mitnehmen. Die sind einfach göttlich. Darauf stehe ich ja jetzt nicht mehr. Die, ich weiß auch nicht, ist glaube ich auch nicht so meins. Also ich habe es jetzt schon öfters ausprobiert, aber nie. Also die Sucht kriege ich schon mal nicht davon. Was ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist. Ne? Schau, da sind noch wieder Spielzeuge. Von Spielzeug auf Süßigkeiten. Ja. Ja, aber eher so junges Spielzeug, glaube ich, und sowas. Ich muss da trotzdem immer schauen. Vielleicht ist ja irgendwas Cooles dabei, ja? Aber irgendwie nicht, nein. Nicht, dass ich wüsste. Ich schwenke euch ein bisschen schnell, weil schon wieder die Leute hier überall sind. Aber Halloween gibt es auch schon. Halloween-Deko. Wer was braucht. Ja. Ich jetzt nicht. Aber eigentlich machen wir auch immer Süßes oder Saures. Solche Eimerchen wären cool, aber die habe ich noch keine gesehen. Weil wir laufen ja immer durchs Dorf mit und fragen Süßes, sonst gibt es Saures mit den Kindern. Wahrscheinlich kann die Kleine dieses Jahr auch mitlaufen. Also irgendwie finde ich den aber mega cool, oder? Also der hat doch was. Tanzendes Skelett mit Sound. Ich hatte Angst. Oh, nein. Ich wollte den anmachen, aber dachte mir, dann ist es doch zu laut. Passend zur Herbstzeit, jetzt kann ich nicht mehr reden, finde ich diese Abteilung, ich muss mal da kurz rüber. Oh, da gibt es so ein Teppich auch. Und die sind ja auch nicht teuer, oder? Aber der gefällt mir nicht. Die sind dann schon die besseren, die wo so ein bisschen ausschauen wie Schaffell. Also ihr wisst ja, ich stehe da voll drauf. Was ist denn das? Das ist auch süß aus. Ich finde, sowas passt jetzt einfach in Herbst, oder? Wenn man damit dekoriert. Das habe ich ja zu Hause. Bin ich jetzt nicht so der Burner, aber geht schon. Ja. Aber irgendwie so Kuscheldecken, so Kissen. Hier kommen noch Flauschidecken. Und ihr seht ja. Ihr seht ja die Preise, oder? Ich denke, die sieht man sehr klar. Die ist ja süß. Die ist so ein Schaf, voll weich auch. Fließt nur 5,98. Aber ob das irgendwann... Die ist voll schön, irgendwie. Hm? So diesen... Ja, das ist halt einfach jetzt Herbst, oder? Der braucht auch immer so eine Kuscheldecke.
Also wir haben immer welche im Wohnzimmer liegen. Immer. Ja, Vasen. War ich hier schon vorher? Ich glaube nicht. Ich bin hier so zickzack durchgelaufen, weil ich immer versuche halt, wo nicht, will nicht die Leute beim Einkaufen stören. Die schauen einen eh schon immer so komisch an. Aber alles nur für euch. Also dafür habe ich schon einen Daumen nach oben verdient, oder? Also könnt ihr mal draufdrücken, wenn ihr immer noch dabei seid. Würde mich auf jeden Fall freuen. Dann habe ich wenigstens Feedback und dann weiß ich, dass ich das nicht umsonst mache, sondern dass euch sowas gefällt. Ja. Ihr schaut doch voll schön aus. Was ist das? Ach, solche Dinger. Sind ja auch voll günstig so. Ich benutze sowas nur nicht. Tischläufe aus Leder. Okay. Das sind die ganzen Tassen. Ach, das ist doch auch süß. Wenn man jetzt zum Beispiel was verschenken möchte, so als kleines Mitbringsel oder sowas. Ich sag ja, da findet man immer was. Wenn man Kellogg's-Fan ist und einen Eierbecher hat von Kellogg's, ist doch auch mal was anderes, oder? Ja, das muss man natürlich mögen. So kleine Schälchen. Auch süß. Ja. Von dem hier wolltet ihr ja mal Feedback haben. Die haben mich hier letztens ausprobiert und die ist sehr lecker. Also mein Mann hat die auch sehr, sehr, sehr gut geschmeckt. Und ja, ihr seht sie. Die Mayonnaise hatten wir auch. Fand die Flasche ist mega stylisch, nur ist es ein bisschen unpraktisch, wenn die fast leer ist, da noch was rauszukriegen. Ja, und da gibt es ja noch andere Soßen auch noch. Und andere Gerichte und Zeug und Klump. Nee, Klump nicht. So eine mega XXL Ketchup-Dose gibt es. Mayo-Dose. Kokosöl ist auch mega günstig. Kann man echt nicht meckern. Da ist nochmal eins. Wer sich in der momentanen Situation für Corona noch nicht ausgestattet hat, hier gibt's alles. Hier gibt's Mundschutz. Mundschutz 10 Stück, 5,95. Mundschutz 10 Stück, 4,99. Was ist dann der Unterschied da? So ein schönes Visier. Ja, das muss ich ja mal an der Arbeit tragen, wenn ich Augenbrauen zupfe oder Kosmetik allgemein oder Bart schneide oder sowas. Müssen wir immer so ein hübsches Visier brauchen wir da. Gibt es ja auch für 5,99. Ups, dann gibt es Gel, Desinfektions. Also die richten sich schon nach dem, was die Leute brauchen. Ne? Seht ihr ja. Und hier sind so ein paar Sachen wieder im Angebot. Also auch hier am Ende von diesen Dingern. Celebration. Ich liebe Celebration. Und Dime finde ich auch gut. Ja, finde ich nicht schlecht. Jetzt bin ich schon wieder hier. Hier waren wir doch erst. Habe ich das euch schon gezeigt? Ja, habe ich schon. Da, wo ich die schönen Handtücher gefunden habe. Ja, und das ist dann der Gang. So ist der Eingang, ne? So geht es dann nach hinten. Ja, so sieht das aus. Ja, ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, ich habe euch jetzt den ganzen Laden gezeigt. Also wie gesagt, wenn ihr was genauer wissen wollt, dann schreibt das unten in die Kommentare. Schaut mal, was ich gerade noch entdeckt habe. Ich finde das ja voll cool. So ein Ofen, so ein, ja, kennt ihr bestimmt, wenn ihr mal was abends was trinken geht oder so. Da gibt es ja immer diese Panini oder wie heißt man das? Keine Ahnung. Ich habe mir schon ewig überlegt, ob ich mir auch mal sowas holen kann. Einfach so ein Brot ein bisschen knuspriger machen. Ich stehe da ja sowieso auf getoastetes belgisches Waffeleisen. Übt übrigens auch. Da gibt es sogar so eins auch. Mit einem anderen Stein. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Es gibt sogar eine Fritteuse. Hier. Ja. Ja, cool. Muss ich mal meinen Mann fragen, ob ich eins mal mitnehmen soll. Ja, wäre doch cool. Und wer Gummihandschuhe braucht, hier gibt es auch Gummihandschuhe. Aber es gab hier auch mal günstigere. Die sind ja richtig teuer, oder? Ich habe welche zu Hause, die haben 3 € gekostet. Sehe ich jetzt hier gerade nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Sind wir wieder hier. Und wieder hier. Ja, jetzt bin ich 5-mal um den Laden rumgelaufen. Ich glaube, ich laufe jetzt mal langsam zum Ausgang. Mal schauen, vielleicht finde ich ja noch was. Ich laufe dann meistens, wenn ich einen Lauf voll mit euch drehe, immer noch einmal alleine rum. Weil, ich weiß nicht, da kann man einfach in Ruhe schauen. Keine Ahnung. Und jetzt habe ich gerade, bin ich in der Süßigkeitenabteilung mal wieder hängen geblieben und jetzt habe ich gerade die entdeckt. Die sehen doch voll lecker aus, oder? Ich musste die euch jetzt irgendwie einfach zeigen. Ja, ich weiß nicht. Und die traue ich mich übrigens immer noch nicht zu kaufen, obwohl die Marti gesagt hat, ich soll sie kaufen. Die sind echt gut. Marti, ich traue mich nicht. Ich komme mal zum Kaffee bei dir vorbei und dann probiere ich sie mal. Nee, Quatsch. Ja. Irgendwie manchmal traue ich mich mit Sachen nicht zu kaufen. Und denke, was meinst du, wenn die mir nicht schmecken? Ich finde es immer so schade, wenn man Essen wegschmeißt. Und es aber mir reinpreschen, obwohl es mir nicht schmeckt, finde ich auch nicht toll. Ja. So, ihr Lieben, ich bin wieder da. Ich hoffe, euch hat der Action-Haul gefallen und der Action-Life-Haul. Und ich konnte euch ein bisschen
Letzte habe ich auch noch ein Bäuerchen gemacht. Mega, läuft. Inspirieren. Gott. Yeah, läuft. Ich bin nicht immer so, Leute. Jeder, der neu dazugeschaltet hat, ich bin nicht immer so. Ja, ein bisschen inspirieren und ihr konntet sehen, was es Neues bei Action gab oder gibt jetzt im September, Oktober rum. Und ich habe eigentlich jetzt auch nicht so viel mitgenommen. War auch gar nicht so mein Vorhaben. Eigentlich habe ich mir schon gedacht, ich bin eh so der Durchbummler. Ich bin nicht der Mensch, der, ich gehe auch voll gern in die Stadt, aber ich muss nicht immer was mitnehmen. Wenn mir was gefällt, ja, nehme ich immer sehr gerne was mit. Übrigens ist das ein bisschen dreckig. Ich hoffe, ihr seht mich. Naja, meine Linse ist dreckig. Aber wenn mir nichts gefällt, ich muss nichts mitnehmen. Ich bin nicht der, es gibt ja so eine Person oder es gibt Personen, die immer was mitnehmen müssen, wenn sie unterwegs sind. Übrigens ist das voll bescheuert, wenn man die ganzen Leute hier sieht. Ich konnte mich jetzt nicht besser hinstellen, egal. Haben sie Pech, laufen sie halt da vorbei, also kennt man eh keinen wahrscheinlich. Was wollte ich sagen? Achso, ich bin eher der Bummler, ich muss nicht immer was kaufen. Aber es gibt ja auch die Person, die sobald in die Stadt geht, sie muss was kaufen. Die kann nicht mit leeren Händen, also ich habe eine Freundin, die ist genau so. Die braucht gar nichts, aber wenn sie mit mir in die Stadt geht, sie muss was kaufen. Und wenn sie nichts kauft, ist sie enttäuscht. Ich bin eher so, ich bummel auch ganz gerne, ohne was zu kaufen. Wie seid denn ihr da vom Typ her? Seid ihr die Person, nee, ihr bummelt auch gern und schaut gern und ihr müsst nicht was kaufen? Klar, wenn ihr irgendwas findet, was praktisch ist, dann kauft man sich das. Aber wenn man nichts findet, dann kauft man halt nichts. Also so bin ich auf jeden Fall. Aber trotzdem habe ich was im Action gekauft. Man kann ja nicht mit leeren Händen raus. Nein, aber das Handtuch fand ich halt einfach mega. Also ich finde es echt gut. Vor allem für den Preis 7,92, 3 Stück. Ich finde die Farbe voll schön und kombiniert mit diesem Grauen. Ich finde, das passt einfach sehr schön zusammen. Habe ich endlich mal neue Handtücher. Ihr wollt nicht wissen, wie alt meine Handtücher eigentlich sind. Die sind, wann bin ich mit meinem Mann zusammengezogen? Ich bin 30, 15, bist schon 15 Jahre alt. Und so, ja gut, nein, zusammengezogen bin ich ja erst mit 17 mit ihm. Ja gut, also 13 Jahre sind auf jeden Fall die Handtücher schon alt. Leute, ich schwitze mir einen ab, weil die Klimaanlage nicht anhält und es sind solche Störgeräusche und im Auto hat sich durch die Sonne das eigentlich ordentlich aufgeheizt. Ich nehme einiges auf mich für euch. Habt ihr das eigentlich schon mal bemerkt? Ja, auf jeden Fall ist es die Frontkamera jetzt. Ich hoffe, die Qualität geht einigermaßen. Aber normalerweise ist es ein gutes Handy. Und natürlich, die müssen immer mit. Ich weiß nicht, ich habe eine Sucht so rum nach diesen Teilen. Die schmecken einfach göttlich, Leute. Wenn ihr noch nicht probiert habt, probiert es nicht mal. Ihr werdet bestimmt auch eine Sucht entwickeln wie ich. Probiert es lieber nicht. Egal, die haben 295 Cent gekostet und die haben auch mit. Und mehr kam gar nicht mit bei Action, obwohl es mega schöne Sachen gab. Den Korb habe ich mir noch gedacht, also das, was ich ganz am Anfang gezeigt habe, soll ich es vielleicht mitnehmen, aber dachte ich mir, wohin damit? Nee. Vielleicht brauche ich es ja irgendwann und dann bereue ich es, dass ich nicht mitgenommen habe, aber ich wüsste jetzt echt keinen Ort, wo ich das jetzt gerade hinstellen soll. Und dann habe ich keinen Bock drauf, ja. Ich hoffe auf jeden Fall, der Action Live One hat euch gefallen. Wenn ich das öfters machen soll, dann sagt ihr mir auf jeden Fall Bescheid, wenn euch sowas gefällt. Und über einen Daumen nach oben, ihr wisst, das ist mein Feedback. Es ist nicht schwierig, hier einmal drauf zu drücken auf den Daumen. Das ist einfach mein Feedback, damit ich weiß, was euch gefällt und was ihr mehr sehen wollt oder was ihr weniger sehen wollt. Und wenn du neu dazu geschalten hast und mich noch nicht abonniert hast oder mich eigentlich sogar regelmäßig anschaust, aber noch nicht auf diesen Abonnier-Button gedrückt haben, da gibt es nämlich auch einige, die schauen mich immer, aber die suchen mich in der Suchfunktion mit Lisa Schnapper und oder durch Instagram oder wie auch immer und haben einfach noch nicht auf den Abonnier-Button gedrückt. Drück doch einfach auf Abonnieren und dann noch auf die Glocke und dann verpasst du auf jeden Fall kein Video mehr von mir. Und wenn du mehr Informationen oder mehr von meinem Alltag wissen willst, dann schau auf jeden Fall bei Instagram vorbei. Da bin ich jeden Tag aktiv, wirklich jeden Tag. Und wenn es nur mal ein kurzes Hallo ist, aber ich bin da jeden Tag aktiv. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag jetzt und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen. Ciao.